Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. In der letzten Woche haben wir gemeinsam das Sitzkissen gearbeitet und haben diesen schönen großen Kranz ziemlich brutal abgeschnitten und übrig gehalten. Der soll nun das Zentrum für unsere Meditationsdecke werden. Wir möchten den Kranz auf ein Kunstleder setzen und für die Mitte wählen wir einen Leinenstoff mit einem schönen Motiv. Wenn ihr mögt, macht gleich mit. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Wir legen los. Um die Decke für unser Sitzkissen arbeiten zu können, brauchen wir zunächst einmal den ausgeschnittenen Kreis. Den findet ihr in dem Video zum Sitzkissen. Das habe ich euch hier jetzt noch einmal oben in die Ecke gesetzt. Wir brauchen einen Stoff für die Mitte. Wir brauchen einen Stoff für die Decke. Wir brauchen Thermolan, um unser Kissen zu füllen und nochmal einen zusätzlichen Wärmeschutz zu haben. Und als Boden habe ich einen Stoff gewählt, der beschichtet ist, den man für Regenjacken verwendet, den wir abwaschen können, der Feuchtigkeit fernhält. Damit legen wir los. Die Materialangaben zu unserer Meditationsdecke findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Als erstes möchten wir unter unseren ausgeschnittenen Kreis eine schöne Mitte setzen. Da möchten wir ein betontes Stoffstück haben. Ich habe da diesen Leinenstoff gewählt und fand dieses Motiv sehr schön, das ich nun in die Mitte legen möchte. Legt einmal euren gewählten Stoff aus, legt euren Kranz auf euer Motiv, verteilt das Ganze so, dass ihr genau euren Ausschnitt habt. Streicht das gut auseinander, dass wir wirklich wieder den Kreis haben und dass alles gut liegt. Das gefällt mir gut. Das stecke ich einmal fest. Wenn ich meinen Kreis aufgesteckt habe, schneide ich ihn so zurück, dass die abgeschnittenen Flächen unter dem Kranz verschwinden. Das heißt, ich schlage das einfach zurück. Das braucht nicht super toll und gerade sein. Hauptsache, wir bleiben unter unserem äußeren Kranz. Von diesem Kranz möchte ich nun die Mitte ermitteln. Das heißt, ich schlage meine Seiten zueinander, lege das genau aufeinander. Und kippe das noch einmal zur Seite und ich habe meine Mitte. Die Mitte markiere ich mir einfach nur mit einer Nadel. Das gleiche mache ich bei meiner Decke. Meine Decke hat eine Quadratform. Ich lege einmal beide Seiten zueinander und schlage beide Ecken zueinander. Hier ist meine Mitte und hier können wir ruhig eine Nadel einsetzen. Das macht man in Kunstleder eigentlich nicht, aber da hier eine Applikation aufgesetzt wird, stört es uns nicht, wenn wir hier ein Loch einstechen. Und wir haben die Mitte von unserer Decke markiert. Wir nehmen unseren Kranz, legen ihn oben auf, richten das Ganze gut aus, haben hier die Mitte und haben hier die Mitte. Die untere Nadel ziehen wir jetzt mal wieder heraus. Wir brauchen nur eine Nadel. Legen das einmal flach und stechen das einmal fest. Das Ganze hat jetzt Halt und wir können es einmal gut ausrichten. Unsere Decke liegt flach, tut sie. Unser Boden liegt flach, tut er nicht, tut er jetzt. Das haben wir schon mal ordentlich zusammengesetzt. Wir können noch ein paar Nadeln zur Sicherung einstechen. Wenn wir unseren Kranz einmal in der Mitte festgesteckt haben, können wir das Ganze einmal umdrehen. Wir legen das glatt hin und wir legen unser Thermolan einmal genau in die Mitte. Wenn wir das haben, stecken wir unser Thermolan mit unserer Oberdecke zusammen. Auch hier stecken wir nur wieder da, wo wir auch in diesem Jeansbereich sind. Das fühlt ihr mit dem Finger, damit wir keine Löcher in unser Kunstleder bekommen. Das Ganze schlagen wir um. So, wir haben nun unsere Mitte. Wir haben unseren Kranz. Wir haben unsere Decke. Und wir haben das Ganze auf unser Thermolan gesteckt. Das sieht gut aus. Was wir nun erstmal machen ist, wir nähen einen Kreis zweimal um unsere innere Mitte. Lass uns noch einmal zusammenfassen. Was haben wir denn gemacht? Wir haben unseren Kranz genommen, wir haben unsere Ausschnittmitte darunter gesetzt, haben das zusammen auf unseren Unterstoff gesetzt. Den haben wir mit Thermolan unterlegt und durch diese ganzen Lagen zusammen haben wir unseren Kranz zweimal gesteppt. Füßchen weit, die erste Runde Füßchen weit zur Innenkante, die zweite Runde Füßchen weit zur schon gesetzten Naht. Unsere Nadeln brauchen wir nun nicht mehr, alles hat Halt.
die können wir entfernen. Entfernt wirklich alle Nadeln. Wenn ihr das beim Nähen ein bisschen verschoben habt, verschiebt sich auch euer Kranz. Den möchten wir dann wieder neu ausrichten. Also ziehen wir alles einmal heraus. Wir haben unsere Jeansränder alle ein bisschen aufgefranst. Das möchten wir mit dieser inneren Kante auch wieder machen. Das heißt, wir zuppeln hier wieder alle Schussfäden heraus und lassen die Kettfäden stehen. Das machen wir rundherum. Die Fransen lassen sich ein bisschen leichter herausziehen, wenn wir mit einer Ahle einmal einstechen. Das funktioniert dann ganz wunderbar. Wenn wir den Rand einmal fransig gezogen haben, können wir die überhängenden Fäden abschneiden. Das machen wir wieder mit der Applikationsschere. Wir schneiden einfach nur die überhängenden Kettfäden ab. Der Flügel der Applikationsschere verhindert, dass wir in unseren mittleren Stoff hineinschneiden. Wir legen den Flügel auf, nehmen unsere abzuschneidenden Kettfäden, legen die über den Flügel und schneiden einmal rundherum. Unsere Applikation muss nun nur noch am äußeren Rand festgenäht werden. Auch hier möchten wir, wie gerade, das Ganze einmal füßchenweit zum äußeren Rand und dann einmal füßchenweit zur Naht absteppen. Wir hatten die Nadeln entfernt, damit wir unseren Rand nochmal genau und gerade hinlegen können. Das stecken wir noch einmal fest. So gesichert könnt ihr das nun mit zu eurer Nähmaschine nehmen und einmal diesen äußeren Rand doppelt absteppen. Unseren äußeren Rand haben wir zweimal abgenäht. Wir können unsere Nadeln nun entfernen. Als nächstes möchten wir den äußeren Rand genauso fransig gestalten, wie wir das bei dem inneren Rand gemacht haben. Wir haben unser Mittelstück erfolgreich auf unser Kunstleder appliziert. Nun möchten wir unser Kunstleder noch einmal mit dem Termulan verbinden. Kunstleder mag nicht gequiltet werden, das heißt, wir setzen hier einfach gerade Linien, die die Strahlen von unserem Kranz aufgreifen und nach außen hin fortsetzen. Unter der Maschine gerade zu quilten, ohne Hilfsmittel ist ein bisschen schwierig. Auf dem Kunstleder möchten wir aber auch nicht zeichnen und wir möchten das Ganze auch nicht stecken. Das heißt, als Hilfe nehmen wir uns ein Lineal. Wir nehmen ein Stück Washi-Tape und wir nehmen ein Probestück von unserem Kunstleder. Hier können wir das jetzt einfach mal probieren. Wir legen unser Kunstleder auf, kleben unser Washi-Tape auf, ziehen das einmal ab. Wischen einmal drüber und wenn wir sehen, hey, das hinterlässt keine Spuren, dann können wir damit wunderbar die Linien abkleben, die wir gerne quilten möchten. Wir legen unser Lineal an. Hier ist meine Linie. Ich nehme mein Washi-Tape und klebe das jetzt neben meiner Linie an. Das Ganze mache ich einmal rundum. Unser Kunstleder ist ein bisschen größer als unser Termulanstück. Das heißt, wir schlagen unser Kunstleder einmal zurück, legen beide Termulanenden aufeinander, dass wir etwa 5 cm übereinander gelegt haben. Wir nehmen einmal unseren Rollschneider und fahren in einer Wellenbewegung einmal unsere Termulanschicht lang. Die ganze Bahn. Wenn wir das haben, nehmen wir die beiden abgeschnittenen Termulanenden einmal zur Seite und legen unsere Wellenschnittform ganz genau an. Das schiebt sich wunderbar ineinander, sodass wir nachher keinen Bruch in unserer Füllung von außen sehen können. An unser Kunstleder können wir jetzt nicht stecken. Wir dürfen keine Nadeln mehr durchstecken, denn hier haben wir jetzt nur noch Kunstleder und keine zusätzliche Jeanslage. Das heißt, wir nehmen einmal einen Stoffkleber und markieren uns das ein bisschen. Viel Kleber brauchen wir nicht. Wenn wir das haben, schieben wir das Ganze wieder genau ineinander und rollen einmal unser Kunstleder über. Mit dem Finger spüren wir ein bisschen nach, bis wir merken, hey, ja, das liegt jetzt ganz wunderbar. Das machen wir mit der ganzen Decke. So vorbereitet nehmen wir das mit an unsere Nähmaschine. Wir nähen jeden aufgeklebten Streifen zweimal mit einem Geradstich ab, halten unseren Faden fest und schieben unser Füßchen langsam an unserem aufgeklebten Band entlang. Wir schneiden unsere Fäden ab, setzen unser Füßchen neben den nächsten Streifen und nähen auch hier wieder mit einem Geradstich lang. Ich habe eine Stichlänge von 4 gewählt und habe eine 90er Nadel eingesetzt, die meinen Faden Nummer 36, extra starkes Garn, wieder sehr gut verarbeiten kann. Damit nähe ich einfach einmal mit dem Füßchen an meiner aufgeklebten Linie entlang. Ich habe hier ein Füßchen mit einem Obertransport eingesetzt. Manche Maschinen haben schon einen Obertransport. Dann könnt ihr natürlich den verwenden und braucht kein zusätzliches Füßchen einzusetzen. Für gewöhnlich verwende ich dieses Füßchen.
Das hat eine kleine Walze. Dadurch lässt sich das sehr leicht über den Stoff bewegen. Es bleibt auch bei Kunstleder nicht hängen. Ein solches Füßchen hätte ich euch gerne empfohlen. Ich habe es aber im Internet nirgendwo gefunden. Daher habe ich jetzt dieses. Ich habe das seit, ich glaube, 30 Jahren. Daher habe ich jetzt dieses Füßchen mit dem Obertransport verwendet. Das geht auch sehr gut und man kann es im Handel ganz leicht bekommen. Unsere zweite Naht setzen wir Füßchen weit neben unsere erste Naht. Wir setzen die Außenkante unseres Füßchens an unserer Nahtlinie an, halten unseren Faden wieder fest und nähen erneut mit einem geraden Stich die ganze Bahn lang. Und wir starten bei der nächsten Seite. Wenn sich jetzt das Klebeband hier löst, ist das gar kein Problem. Wir haben schon genäht. Wir ziehen das einfach ab. Wir haben jetzt ja unsere schon genähte Naht, die uns als Maß reicht. Auf diese Weise steppen wir unsere ganze Decke zweimal ab. Unserer Meditationsdecke fehlt nun nur noch der Abschluss, das Binding. Das möchten wir gerne ganz klassisch umsetzen. Damit geht's in der nächsten Woche weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr arbeitet die Patchwork-Meditationsdecke einmal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.